Heute stellen wir uns die Frage, was ist eigentlich die Ableitung der Wurzel? Um die Wurzel ableiten zu können, müssen wir sie erstmal umschreiben zu x hoch 1/2. Alternativ auch, wenn wir die dritte Wurzel haben, x hoch 1/3. Um diese jetzt ableiten zu können, betrachten wir einfach die allgemeinere Funktion x hoch a durch b. Was ist denn da die Ableitung? Und die Ableitung hier ist ziemlich einfach. Wenn f von x zum Beispiel x hoch 3/4 ist, dann ist f' von x einfach. Wir schnappen uns wieder unser 3/4, nehmen es nach vorne, den Exponent nach vorne, 3/4 mal x hoch 3/4 minus 1. Also genau wie wir das bis jetzt schon immer kennen. Oben wird einfach 1 abgezogen. Nun, warum ist das so? Schauen wir uns wieder den einfacheren Fall an, und zwar die Ableitung der Wurzel. Und dafür betrachten wir erstmal die Funktion x² hoch 1/2, was letztendlich x hoch 1 ist. Das heißt, wir wissen, die Ableitung müsste eigentlich 1 sein. So, nun schauen wir uns das Ganze nochmal etwas anders an. Wir schauen uns f von x an als Kettenregel u von v von x, wobei u von x x hoch 1/2 ist und v von x x². Jetzt wissen wir ja aus dem vorherigen Video, dass die Kettenregel u' von v von x mal v' von x ist. U' von v von x können wir noch nicht ausrechnen, also u' von x², aber die Ableitung von x² ist 2x. Wenn ich mir das jetzt anschaue, müsste eigentlich ja 1 rauskommen, wie wir vorhin festgestellt haben. Wir haben uns die Ableitung, die wir schon kennen, eingeschrieben, 2x, und die andere kennen wir noch nicht. So, das formen wir jetzt ein bisschen um. U' von x² ist also 1 durch 2x. Und jetzt müssen wir noch das x ersetzen durch die Wurzel, damit wir statt x² in der Klammer x schreiben können. Das heißt, raus kommt bei der Ableitung der Wurzel 1/2 x hoch minus 1/2. Wenn wir das umschreiben, ist es 1/2 mal x hoch 1/2 minus 1. Also wieder, wir haben das 1/2 nach vorne gezogen und x hoch minus 1/2 hingeschrieben. Merke dir also, wenn ich irgendeine beliebige Funktion x hoch a durch b ableite, kommt der Exponent nach vorne a durch b mal x hoch a durch b minus 1. Wie immer gilt, sollte dieses Video gefallen haben, lasst doch ein Like oder Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Video.